Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch mal wieder eins der, ich sag mal, krassesten Autos in Hannover vor. Und zwar, haltet euch fest, ein Viper-Van. Klingt jetzt erstmal komisch, ist aber tatsächlich ein US-Van von Alex, dem gehört die Aral-Tankstelle hier, mit einem Dodge Viper-Motor drin, mit sage und schreibe 8 Liter Hubraum. Seid gespannt, wird geil, laut, macht Krach und ich hoffe, die Räder drehen auch ein bisschen durch. Alex, eigentlich kennt man dich ja schon durch das eine Video, wo wir mit dem Trackhawk auf einer halben Meile waren. Genau. Jetzt muss sich Alex allerdings heute dazu zwingen, dass er unbedingt mal mit ins Video muss, weil es wird bestimmt nicht das letzte Video sein, weil du hast ein paar Autos mehr. Nee, ja, ein paar. So, deswegen fangen wir mal ganz langsam an. Dir gehört eigentlich hier direkt fast in der Nähe bei mir von der Firma die Aral-Tankstelle. Genau. So, da bist du auch am Schrauben. Ja. Und zusätzlich privat auch noch fleißig am Schrauben. Richtig. So, und jetzt fangen wir mal langsam an. Ich muss gestehen, bis auf, dass ein Viper-Motor da drin ist, dass das Ding 8 Liter Hubraum hat, habe ich wirklich fast keine Ahnung von dem Auto. Ich habe auch vorhin schon gesagt, dass ich das Auto relativ selten bisher gesehen habe. Deswegen musst du uns jetzt mal wirklich von Null aus abholen. Baujahr, was für ein Auto, etc. pp. Ja, also Chevy Van G20 von 83. Mein Vater hat den gekauft 93. Und ich selber habe den jetzt seit knapp 17 Jahren. Jetzt muss ich kurz rechnen. 83, 93, das heißt, da war der 10 Jahre alt. Da war 10 Jahre alt, genau. Und das ist jetzt ja auch schon wieder fast 28 Jahre her. Ja, genau. Also ich bin mit dem Auto groß geworden. Ich überlege gerade, ob wir schon mal ein Auto auf dem Channel hatten, was einer länger im Besitz hatte. Wir hatten neulich eins, aber das waren auch keine... Okay, krass, 27 Jahre. Also ich habe ihn übernommen, wo mein Vater gestorben ist vor 17 Jahren. Und ja, seitdem habe ich ihn jetzt halt. Kommt aber ursprünglich logischerweise aus Amerika. Also wir haben den hier schon in Deutschland gekauft gehabt. Und ganz klein, doch, ihr habt ja gerade schon im Porn ein bisschen was gesehen. Also als ich vorhin die Tür aufgerissen habe, war ich wirklich fassungslos, weil ich hatte auch nicht mehr so in Erinnerung, wie krass das Ding wirklich am Ende hier umgebaut ist. Ja? Weil, ja, bin mir nicht sicher, ob ich jemals schon mal einen Bus mit einem Käfig gesehen habe. Ich weiß auch, wir haben darüber gesprochen mal, wie geil das wäre, in den T6 einfach mal so einen Käfig rein, ne? Und dann reißt hier die Tür auf und dann ist es tatsächlich so, ne? Heftig, heftig. Okay, 17 Jahre ist hier ein bisschen Zeit. Da war ursprünglich ein V8 drin. V8, 5 Liter mit knapp 160 PS. Jo. Danach kam ein 5,7er rein, der hatte dann schon auf was um die 260, 270 PS. Den bin ich eine ganze Zeit lang gefahren und den habe ich umgebaut auf Big Block mit 7,4 Liter. Und der hatte dann schon so knapp 350 PS. Das bin ich dann bestimmt 5 Jahre oder so gefahren. Und dann habe ich vor knapp 8 Jahren Big Block eingebaut mit über 600 PS. Aber das Ding war eigentlich mehr kaputt wie gefahren. Und da habe ich den Aufwand die Schnauze voll gehabt, habe den ewig stehen gehabt. Und da ich ja noch eine Viper habe, damit viel fahre und die immer vergewaltige und nie was kaputt geht, habe ich dann halt irgendwann das schöne Gespinst gekriegt, auch noch mal eine Verunfalter zu holen und das dann hier einzubauen, um halt auch mal in Anführungsstrichen alltagstauglich damit fahren zu können. Boah, mit 8 Liter V10. Jetzt weiß man auch, warum der mal eine Tankstelle hat wahrscheinlich, ne? Nicht ganz. Also wenn du wirklich ganz normal fährst, sagen wir mal so 140, 150 auf der Autobahn, bist du so bei 14 Liter. Ja, das ist also das ist okay. Und 140, 150 ist ja auch schon, sind jetzt ja keine 80 so, ne? Wahrscheinlich, wenn du 80 fahren würdest, würde das schon mit 10 Liter gehen. Also schaffst du es auch mit weit über 30, aber selten. Okay, also sind hier einige Motoren schon durchgegangen. Ja. Pass auf, wir machen mal jetzt erst die Haube auf und gucken mal rein. Das heißt, ich vermute mal, dass hier auch schon einiges an Karosseriearbeit reingegangen ist, ne? Weil neu gelackt ist ja definitiv. Ja. Chrom ist gar nichts mehr dran, alles schwarz gemacht? Alles schwarz. Die Spiegel sind halt einfach brutal. Das ist schon, das ist schon krass. Ist sowas TÜV-fähig? Ist das eigentlich? Oder wie ist das? Keine Ahnung, ich glaube. Das ist bei den US-Autos immer ein bisschen spannender. Du sagtest ja auch. Aber hat ein E-Prüfzeichen. Du sagtest ja auch, man braucht theoretisch keine Anschnellgurte. Genau, wegen Wohnmobilzulassung. V10? Aus den 80ern? Ohne Gurte? Okay, wird spannend.
So, ein bisschen Show und Shine ist natürlich auch immer das nicht schlecht. Das ist noch übergeblieben von den damals den V8-Motoren. Da war alles in Chrom und Alu poliert. Ah, das ist so noch der Rest. War tatsächlich so, auch aus der Zeit, wo du noch wirklich alles poliert, verchromt und so weiter? Alles, alles. Es war alles verchromt, alles poliert. Das finde ich nämlich immer witzig. Ja. Wenn ich Leute vorstelle, die ein bisschen älter sind oder beziehungsweise schon länger am Schrauben sind, das hat halt damals einfach jeder gemacht. Ja. Heute würde ja keiner mehr anfangen, irgendwie an einem Golf 7 GTI seinen Motor zu verchromen, oder? Nee. Im Gegenteil, da muss alles schwarz, da muss Carbon und so weiter. Ne? Aber es war halt damals einfach so. Ja. Ne? Man hat alles gemacht. Ja. So, Alter, der Wasserkühler ist natürlich mal... Es ist ja beim Golf die ganze Front so ungefähr, ne? Anders kriegst du es aber auch nicht hin wegen Temperatur. Krass. Ne? So, jetzt muss ich gestehen, US Viper Motoren, wirklich, da kenne ich wirklich nur die Basics. V10, 8 Liter. Was hat der an Leistung? 406. 406 PS, okay. Genau. Aber immerhin schon so mit Doppeldrosselklappe und so, ne? Also ist das der gleiche Viper Motor wie in deiner Viper D-Ross? Ja. Selbe Generation. Was für ein Baujahr ist das ungefähr? 94. 94, okay. Ja. So, 50 PS pro Liter. Ja, also sehr ausbaufähig, ne? Ja, Hubraum. Hubraum statt Wohnraum. Ja. Wobei wir hier natürlich beides haben, ne? Hier haben wir beides, weil der Innenraum, da kommen wir später zu. So, was ich krass finde bei dem Auto, guck dir mal so rein, René, du kannst hier komplett einfach bis auf die Achse unten durchgucken, ne? Das ist so, das Innenradhaus gehört aber mit zur Karosse. Ja. Das ist komplett, Alles eins. Ne? Der Rahmen ist auch fest verschweißt ab Werk. Okay, das heißt schon so typisch Ami-mäßig ein kompletter Rahmen drunter und das Häuschen wird draufgesetzt? Nee, das ist leider ein Teil. Also leider kann man die Karosse nicht trennen vom Rahmen. Kann man nicht trennen, okay. Ja. Also es ist wie ein Leiterrahmen unten, aber der ist bei dem Modell fest verschweißt. Also quasi eigentlich wie so ein U-Profil. Was musstest du alles machen, damit der hier so reinpasst? Alles. Alles. Also wir haben den ganzen Tunnel hier aufgeschnitten, breiter gezogen, weil es nicht ging. Das heißt auch richtig hier, das ist auch alles in der Tiefe, musste der auch genau, das ist alles breiter geworden. Die ganze Vorderachskörper ist geändert, weil ich tiefer musste. Weil sonst hinten mit der Glocke nicht gegangen wäre. Weil ich wollte das halt so haben, dass es von innen immer noch alles original ist. Halt nicht hier irgendwelche riesigen Klötze sind und sowas. Ne? Und hier vorne sollte das halt auch, wenn du Motorhaube aufmachst, so aussehen, als wenn das Ding schon fast immer da drinnen gewesen ist. Ja? Und bis auf dies hier ist es halt auch bisher so geworden. Ja. Ne? Aber da das eh alles wieder raus soll, haben wir uns da auch nicht mehr viel mehr Mühe gegeben. Wieso, was soll jetzt rein? Eigentlich Biturbo. Also wünschen wir doch noch mehr Leistung. Ja. Okay, verstehe. Also ich finde für ein V10 ist er noch recht kompakt eigentlich, ne? Also ich sag mal so, diese neumodischen Reihen Sechszylinder, so mit Ansaugbrücke und Krümmer und Turbolader sind gefühlt fast genauso lang, wenn nicht sogar noch länger und breiter sogar, ne? Also ist krass. Ja, weil halt diese ganzen Abbauteile fehlen, ne? Diese ganze Eco-Zeugs und sowas hast du alles nicht dran. Hat er alles nicht, ne? Ja. So, ich sehe auf jeden Fall Servolenkungen da noch. Ja. Das ist schon mal gut, weil sonst mit dem V10 vorne wird es wahrscheinlich gar nicht mehr lenken, ne? Nein. wie ist das so punkto Fahrwerk? Der hat wahrscheinlich noch nicht mal... Vorne wird er aber eine Einzelradaufhängung haben. Ja. Hinten aber noch so richtig Starrachse. Starrachse, ja. Blattfeder nur noch, weil ich auch wieder Angst gekriegt habe. Hatte vorher Vorlinksystem drin. Und habe mich dann auch nicht mehr getraut, wenn das denn so wabbelig wird. Deshalb habe ich wieder eine Blattfederlage wieder drin. Die ist aber eigentlich nur zur Stabilisierung der Hinterachse jetzt. Also eigentlich ein richtiges Federbein hinten. Und wie fährt das so? Auf was muss ich mich da einstellen? Niveau T2. Mit 400 PS. Okay. Ja. Okay, das wird natürlich, natürlich spannend. Ja, krass. Sonst noch irgendwelche Getriebe? Auch logischerweise dann von der Viper? Ja, 6-Gang-Schaltgetriebe. Ah, die hatten in den Baujahren sogar schon 6-Gang. Okay. Ja. Das wird wahrscheinlich dann im 6. Gang aber so richtig krass lang sein, ne? Ja. Das sind wahrscheinlich 150 mal. Also 2000 in der Viper schaffst du Vollgas nicht zu fahren im 6. Gang. Das muss man dazu sagen, Alex ist mit der Viper tatsächlich Oschers Leben so auch schon Rennstrecke gefahren, ne? Ja. Nicht so sehr professionell. War keine gute komplett, Idee, oder? Komplett abgeflogen. Die Bremse taugt gar nichts in der Viper, die Originale. Und Viper in den Baujahren hat, glaube ich, gar nichts, ne? Also weder ABS, ESP, 0,0. Klimaanlage und Servo, das war's. Sonst gar nichts. Keine Helferlein. Also du hast halt keinen Grenzbereich, du fährst und entweder geht oder es geht halt nicht. Okay. Dazwischen gibt's nichts. Das heißt, in den 17 Jahren, wie oft war hier ungefähr Motor ausgebaut?
Also mit dazwischen fahren oder? Ja, ja, schon so. Also jedes Mal rein, raus zählt für mich einmal rein, raus. 30, 40 Mal. Ja, locker. Krass. Also fast so wie ich bei der Limo damals. Mhm. Also den Bach hole ich dir auch raus hier in anderthalb Stunden und in zwei Stunden mit Betriebsmittel wieder auffüllen, fährt das Ding wieder. Echt? Ja. Krass. Das heißt, Front ist aber verschraubt, verschweißt. Ist muss verschraubt. Nach unten rausfallen lassen. Vorne. Alles kannst du alles abnehmen. Also vorne. Okay, krass, ja. Das ist natürlich ein geil. Ja. Und jetzt musst du mir noch mal einmal erklären, wo hier die Torus später sitzen sollen. So mit Krümmer nach vorne oder wo sollen die hin? Unterm Auto. Ah, verstehe. Unterm Auto. Hier durch die Radkästen, Verrohrung nach vorne. Mhm. Ah, da kann man so ein bisschen die Achse sehen, ja? Ja. Okay, da ist ja wirklich gar nichts mehr original in der Achse, ne? Nein. Ist das auch schon alles so richtig mit um die Ballgelenke, ne? Ja. Das sieht schon alles auch recht starr und auch massiv aus. Ja. Ist ja auch, wenn du unten den Stabi siehst, ne? Das ja, ja, da ist schon, schon auch so mit Koppelstangen und so. Krass. Ja. Cool. So. Jetzt ist ja das Coole bei den Kisten, ja. Theoretisch haben die immer eine Montageklappe von hier. Ja. Sieht man da in Richtung Getriebe noch ein bisschen was oder sieht man relativ wenig, wenn wir das jetzt abnehmen? Viel. Viel? Da siehst du Motor und einen Großteil von der Getriebeglocke auch noch. Ist das aufwendig, das runterzunehmen? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, wäre es ein Traum, wenn wir da einmal drauf gucken würden. Ja, ich habe mir einen Schraubenzieher. Weil sowas sieht man auch nicht jeden Tag. Ja. Okay, jetzt verstehe ich das Problem mit dem Platz. Also gefühlt kannst du ja tatsächlich hier die Köpfe runternehmen jetzt. Ne? Das ist natürlich mal auch eine ganz neue Schrauberposition. Ne? Einfach vom Innenraum aus auf dem Teppich liegen und hier mal schnell eine Wasserpumpe tauschen. Ne? Ja, und auch draußen im Trockenen. Ne? Krass. Krass. Ja. Aber jetzt sieht man doch mal, was das für ein Kraftpaket ist. Also, ja. Ist halt doch schon voll. Okay, und jetzt möchtest du die Lader sondern da unten irgendwo? Hier vorne in dem Eck, wo das Flexrohr sitzt. Kannst du Wayscan ausbauen, kannst du per Hand hier so während der Fahrt machen. Bist du schon mal ohne Verkleidung gefahren? Ja, Testfahrten. Aber das muss ein ekliges Gefühl sein, ne? Eklig und du kriegst auch die ganze Wärme, zieht halt hier komplett rein. Wie ist das so? Es ist ja schon relativ nah hier so mit den Krümmern. Merkt man das, du merkst es ein bisschen, aber dadurch, dass die auch umwickelt sind, die Krümmer, ist das zu ertragen. Wird schon besser, ne? Ja. Der Motor an sich ist aber komplett original. Der ist bis auf die Nockenwelle und andere Kipphebel und Fächerkrümmer original. Ah, hast natürlich selbst den gleich wieder gemacht mit Fächer, Kipphebel? Fächer habe ich gemacht, Nockenwelle und Kipphebel waren schon. Das heißt theoretisch auch mehr Leistung als Serie? Ja. Was hatte der V10 Serie? 400 haben sie angegeben und ich habe jetzt mit meiner Auspuffkonstruktion, wenn Klappe offen ist, 406 PS. Ah, cool. Okay, das heißt, die streuen eigentlich auch ein bisschen nach unten. Ja. Okay. Heftig. Irgendwie witzig aus. Weil da kann man wirklich sagen, du sitzt mehr oder weniger auf dem Motor, ne? Ja. So, puncto Getriebe. Was ist das? Shifter. Okay. Sequenziell. Das heißt, also du musst trotzdem ganz normal kuppeln, aber nur immer nach vorne, hinten, genau. Alle Gänge. Ja. Das heißt, da drin ist nur ähnlich, wie wir bei Marius beim Golf gerade gezeigt hatten, so eine Wählscheibe und du musst halt wirklich nur vor und zurück. Ja. Gibt es auch nur in Australien zu kaufen für das Getriebe. Okay, krass. Ja, selbst die Amis haben es nicht. Aber Getriebe, Hinterachse ist die originale oder ist auch eine andere Achse drin? Die ist auf einem anderen Pickup mit einem Big Block Motor. Ne, war eine originale Achse und drehst den gleichen Hals um. Krass. Also das heißt auch angefertigte Kardanwelle, alles angepasst, ja, komplett. Alles. Bremse habe ich auch schon gesehen, Wheelwood, riesig groß, genau. Ne? Ja. Wahnsinn. Hinten wirklich original, auch Trommel gewesen, jetzt Scheibe. Was ich an dem Auto feier, ist, es ist halt wirklich ein fahrendes Wohnzimmer, dann aber schon irgendwie cool gemacht. So, ich finde sogar, dass die Sitze hier reinpassen. Hätte so jetzt, wenn du vorher gesagt hättest, in dem alten Auto diese Recaro CS drin, hätte ich gesagt, mal gucken. Aber dadurch, dass das durch das Leder Alcantara alles hier drin so modern aussieht. Ja. Ne? Und klar, wie du schon sagst, in so einem Sitz fühlt man sich natürlich dann schon sicherer, als wenn er da auf dem Sofa hier drin sitzt. Ne? Es ist halt trotzdem nur sehr klassisch mit den Sitzen hier drin. Ne? Also vorher waren halt wirklich wie so eine Oma-Sessel hier drin. Auch alles mit Alcantara bezogen gewesen, aber es fühlt sich schon ein bisschen angenehmer an. Und der Käfig hier war Pflicht für Eintragung oder auch nur wollte er auch haben wegen Sicherheit? Nein, wegen Sicherheit. Okay, krass. So, weißt du, was das Auto wiegt? Nein, nicht so genau. Zufälligerweise die Wagen mit. Und bevor wir jetzt eine Probefahrt machen, würde ich das Auto auf jeden Fall gerne einmal auf die Wagen fahren. Ja. Was wird er ungefähr wiegen? Ich hoffe unter 2,5.
Die Wagen gehen nämlich nur bis 3 Tonnen, fällt mir nämlich aber ein. 750 pro Waage, glaube ich. Ja, so schlimm ist es nicht. Okay, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen den wieder zusammen und fahren einmal auf den Wagen. Stopp! Jetzt bin ich auf jeden Fall überrascht. Leichter oder schwerer? Positiv überrascht. Normalerweise dachte ich, unsere Waage zeigt immer zu viel an. 2009 Kilo. Das ist gut. Das ist krass, ne? 2 Tonnen mit 10 Zylinder? Krass. Vor allem sogar einigermaßen gleichmäßig. Also klar, dass er jetzt krumm und schief steht, ist auf dem Boden hier kein Wunder, ne? Aber Vorder- zu Hinterachse passt wirklich gut. 47-53%. 2009 Kilo. Oh, das geht schon. Bist du mit dem schon mal so Viertelmeile oder sowas gefahren? Mit dem alten Motor vor, ja. Tiefe 13er Zeiten. Mhm. Okay. Und auch schon mit diesen brutalen 305er? Nein, vor mit Husier. Husier Dreckslicks. Weil. Das ist natürlich auch schon mal eine Pelle, ne? Also 305er Semi auf dem Bus. Respekt. Ja. Kann ich da gripmäßig aber noch nicht viel zu sagen, weil halt noch neu. Und Temperaturen waren halt dementsprechend noch nicht, dass man mal sagen kann, dass man so richtig heiß fahren kann. Mhm. Ja. Das heißt, mittlerweile müsste fast 12er Zeit auf jeden Fall geben, dem Ding. Dafür ist er, also 8er Meile ist eine richtig gute Disziplin für ihn. Untenrum, aber obenrum ist halt CW-Wert. Ne? Also wenn du auch mal auf der Autobahn fährst und schaltest bei 150, 160, das ist, als wenn du schon wieder bremst. Ja. Ne? Weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass das traktionsmäßig eigentlich nur durchdrehen muss. Aber klar, jetzt wo der fast 50-50 ist, 47, 53 ist ja schon nicht schlecht. Also wir machen mal den alten Trick und kontrollieren mal, ob die Wagen auch funktioniert. Doch, gehen aber noch. Fast 100 Kilo. Fast 100. Okay, krass. Ja, 2 Tonnen, Alter. Aber das ist das Coole an den Wagen. Weil da hätten wir uns ja beide komplett verschätzt, ne? Ja. Aber so richtig. Also ich hätte deutlich mehr gesagt. Weil das ist ja schon hier, ne? Guck mal, alleine Käfig. Ja. Das sind ja locker 50 bis 70 Kilo, die hier drin sind. Ich hätte auch gedacht, das ist einfach so bis 60 Kilo locker. Krass. Gut, die Sitze sind natürlich deutlich, deutlich leichter zu dem, was ich vorher drin hatte. Ja, ja. Klar. Also da sind bestimmt pro Sitz bestimmt alleine 30 Kilo Unterschied. Aber alleine das Volumen des Autos so, ne? Ja. So. Jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze fährt. Wir schwingen uns ins Auto und los geht's. Ah. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich das jemals noch mal erleben werde, dass ich über einen Flankenschutz in einen Bus einsteige. Oh, krass, wie weit man auseinandersitzt. Okay, also das ist natürlich krass. Das ist ja gefühlt, hast du hier so viel Platz wie in so einem 911er drin, so, ne? Ja. Von Füßen her. So eng ist das, ja? Und der Tunnel ist eigentlich auch schon versetzt. Also du hast auf der Seite gut 6 cm mehr Platz wie hier. Also der ganze Motor ist alles schief drin. Ah, da ist noch enger. Hier ist noch enger. Okay, krass, heftig. Kann ich doch noch weiter wieder nach hinten. Heftig. Ja, okay, ich verstehe auf jeden Fall deine Aussage mit Angst. Weil wenn ich das Ding so sehe, ist... Du bist ja wenigstens hast ja ein Kreuz zum Abstützen hier. Also das Kreuz mal hier, ne? War mal eine Automatik? Ja. Dreigang-Automatik ursprünglich, den umgebaut auf Viergang-Automatik. Ja. Und den wieder zurück umgebaut auf Dreigang-Automatik. TH 400, sowas wie eine Art wie Paul hat. Krass. Also ein TH 400 hat es auch schon mal drin. Ja. Weil das sind ja wirklich so die richtigen, ich sag jetzt mal, Drag Race Getriebe dann so, ne? Genau, weil mit den anderen Getrieben, die sind halt auch alle naselang kaputt gegangen mit dem Big Block. Okay, so, was muss ich jetzt machen? Weil gefühlt zieht man die Handbremse ja eigentlich so, ne? Will ich noch umbauen, Schaltung soll noch darüber. Mhm, ich will noch das rüberlenken und das dann hier ist. Ja? Achso, das allererste, was wir jetzt machen, ist unsere Driftbox anschalten. So, aber praktisch muss ich nur hoch und runter ziehen am Hebel immer. Genau, hast du Leerlauf. Erster, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Und dann halt so wieder runter. Wie komme ich in den Rückwärtsgang? Leerlauf,
den hochziehen, rückwärts. Ah, okay. Neutral, wieder zurück und dann kannst du wieder so. Krass. Ja, du fährst ja halt zum Glück mit. Ja. Deswegen denke ich mal, ist es auch ganz gut, dass ich dich überredet habe, dass du mit im Video bist. Und dann kannst du nämlich zur Not einspringen, wenn ich hier irgendwas. Jetzt werden sich die Leute denken, was wollen die denn da drin? Oder rausspringen, ne? Ja, rausspringen ist natürlich nicht so einfach. Okay. Das finde ich ja bei den Ami-Kisten immer so geil, dass sie zum Zündschloss drehen noch die Führung also dran haben. Den musst du gleichzeitig drücken, das ist die Überbrückung für die Wegversperrer. Also den drücken? Genau. Hier. Ja. Genau. Jetzt muss man dazu sagen, direkt hier an der Tür sind zwei fette Sidepipes, die da rauskommen. Ne? Genau, aber geht erst rüber zu dir, ein Topf. Kehrtwende, noch ein Topf und dann geht es so und wieder raus. Ah, deshalb also halt auch die extreme Verlustleistung mit Klappe auf, Klappe zu. Also ist schon fast bis nach hinten und dann wieder zurück zur Seite. Genau, also geht zusammen, Topf, Kehrtwende, noch ein Topf und dann so und wieder raus. Und das ist jetzt Klappe auf oder Klappe zu? Klappe zu. Also Klappe zu? Klappe zu. Wo machen wir Klappe auf? Jetzt ist original, klingt das wie ein Boot. Ja. Weißt du, wenn du auf so einem Boot sitzt mit? Ja, wie so in Ägypten oder Türkei, ne? Hier so ein Kutter, ne? Krass. Klingt vom V10 her ganz anders, als man die V10s, die man so aus dem R8 und aus dem Lambo und so kennt, ne? Ja. Komplett anders. Mhm. So, wir machen mal Fenster hoch hier, dann ist ein bisschen ruhiger. Okay, ja, also ich merke schon, das wird ein Ritt hier. Das heißt, ich ziehe jetzt. Genau. Einmal so? Und erster Gang, genau. Ja, okay, hier muss man halt wirklich, das Ding muss man fahren können, so sage ich jetzt einfach mal. Ne? Hat der einen Bremskraftverstärker? Ja, hat er, aber er vorne gerade gesehen. Ja, genau. War ja verchromt, das Ding. Wie ist das hier so mit Schleifen und Tiefe? Ist kein Problem? Gehen? Muss ich hier und da aufpassen? Ein bisschen aufpassen. Ich will jetzt die Radhäuser noch mal ändern. Ich habe sie schon mal größer gemacht. Na? Ja, also ist wirklich original wie diese Dockshifter. Ja. Nur, dass es halt einfach so aus der Schulter kommt das hier so. Ne? Ja, also muss ich auf jeden Fall weiter darüber. Aber da musst du auch schon richtig dran ziehen, wenn du hier so eine 0-100 damit durchreißen willst. Ne? Meine runter geht jetzt natürlich zum Glück. Original, weil das ja für die Viper konstruiert ist, ist halt dieses ganze silberne Stück nicht dabei. Eigentlich. Das haben wir dazwischen gemacht, damit du überhaupt reinkommst. Ja, ja, ja. Und dadurch ist natürlich auch der Weg deutlich länger geworden. Ne? So, das Viper-Getriebe jetzt funktioniert aber ohne Probleme. Das ist wirklich standfest, das kann das Ganze. Ja. Na, also da fahren die in den USA auch weit über 1000 PS mit den Getrieben. Okay. Na, und du kriegst halt für diese Getriebe auch alle möglichen Kupplungen. Die, hier ist jetzt schon eine gemachte Kupplung drin oder noch Serie? Nein, hier ist eine Serie Sachs drin. Jetzt muss man natürlich immer mitzählen, wie man runterschaltet. Ne? Ganganzeige habe ich schon liegen, aber noch nicht fertig angeschlossen. Auch mit der Elektrik. Alles hat da funktioniert, knappes Jahr lang. Mhm. Und danach ist einfach mal die ganze Armaturen ausgefallen. Mhm. Und da ich umbauen will auf EMU, habe ich halt mich nicht hingesetzt und jetzt hier 50.000 Jahre den Kabelbaum wieder auseinanderzureißen. Ah, soll eine EMU komplett rein? Ja. Geil. Mhm. Mhm. Dann aber mit Turbo dazu. Genau. Ja. 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 Du machst ja auch gerade Kabelbaum. Ja. Ne? Ne? Und wir haben alles hier gemischt halt, ne? Ja, ja. Ne? Ne? Also auf jeden Fall witzig jetzt, ich wollte gerade in den Spiegel gucken. Ne? Ja, gar keinen Spiegel gefunden, bis mir dann eingefallen ist, der ist ja da oben. Aber man sieht erstaunlich viel. Ne? Ja, das stimmt schon. Ne? Also dann so vom Winkel her sieht man schon genug. Ja. Ne? Da sehe ich René. Ja. Okay, das war. Nicht weit genug. Man muss wirklich immer bis ganz unten durchziehen. Ja. Ne? So, jetzt weiß ich zum Beispiel gerade nicht, welchen Gang ich habe. Ich meine, das wird bei dem V10 egal sein, ne? Der fährt wahrscheinlich immer an. Ja. Ah, das wird aber zweite gewesen sein. Ja. Ne? Ja.
Okay, man muss wirklich an dem Hebel bis Anschlag nach oben, als auch nach unten ziehen. Ja. Kennt's nicht, im Tunnel noch mal kurz ein bisschen zwischenkassieren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass er noch mal deutlich schwimmiger so fährt. Also so mit diesen breiten Reifen und so, finde ich, ist das eigentlich schon. Also klar, da muss man sich halt dran gewöhnen. Ja. Aber sonst? Da war ich auch schon mal bei, zu überlegen, umbauen auf Zahnstangenlenkung. Aber da habe ich noch kein Patent gefunden, wie ich da mit der Ölwand an allem hinkomme. Ja, und da muss man auch immer aufpassen, wenn diese Lenktrapez nicht passt, ne, dann fährt das Ding auf einmal auch richtig schlecht. Also ein bisschen fährt das schon, stimmt, ja. Aber ja, weil das Problem ist halt bei dieser Lenkung, die ist so oft umgelenkt alles. Ja. Ja. So, aber was halt einfach 8 Liter Hubraum sind, ne? 1500 Umdrehungen. Da gab es doch dieses Video, ich glaube, das war eine Viper, wo die 0-100 in einem Gang gefahren sind. Oder die Viper hat auch so eine Uhr. 0-100 im zweiten Gang. Zweiten, ja. Corvette, das war die Corvette, die im ersten 100 gefahren ist, ja. Die Corvette haben auch das T56-Getriebe drin, wie das hier. Mhm. Kann sein, dass sie ein bisschen anders übersetzt sind. Ja, aber das ist halt bei dem ziemlich geil gemacht. Du kannst diese Getriebe an allen möglichen Motoren fahren. Mhm. Ja, ja, da gibt es für jeden Motortypen gibt's verschiedene Glocken, die du einfach umbauen kannst. Ja, ja, aber du willst echt hier eine Emo und ein Biturbo rausmachen aus dem Zehnzylinder. Ja. Okay. Weil dann stehen da ja sofort eher so 700-800 Pferdchen, ne? Hoffe ich doch. Schon witzig, wie der so bei 3,5 auf jeden Fall richtig Laune bekommt. Ja. Ne? Da geht es dann richtig los. Wie ist das so hinten? Mega geil. Ja, ne? das Kreuz ist genau. Erinnert mich so ein bisschen wie so eine Flinte, die du so reinlegst. Ja, also mit der Schaltung ist krass. So nach. Ne? Ja, muss man sich. An alles gleichzeitig denken, so ungefähr, ne? Also ich habe es am Anfang gefahren mit ganz normal Haarschaltung und ich habe es nicht so kurz übersetzt bekommen, dass du vernünftig schalten konntest. Aber du bist immer daneben geschlagen, immer vom statt dem vierten in den zweiten rein oder sonst was. Also du hast es nie getroffen. Die Haarschaltung war auch hier hinten, oder wo hast du die hingesetzt? Das ist der originale Punkt. Ah, okay. Aber wenn du natürlich hier hinten die Haarschaltung hast, ist natürlich auch ein bisschen. Genau, das war aber ein bisschen nach vorne verlängert. Ja. Aber dann halt mit zwei Verkürzungen drin. Aber du hast es halt trotzdem immer nicht getroffen. Ne? Du hast kurz den Aufwand nicht mehr im Gefühl, wo bin ich jetzt? Ja, ja.
an, ne? Ja. Im ersten ist schon so, dass er kurz so ein bisschen anfängt durchzudrehen. Ja, ich denke aber, wenn es draußen wärmer ist, die Straße auch wieder wärmer ist, dass es dann deutlich besser geht mit den Semi-Slicks. Wie ist das? Ja. Hat der eine Sperre hinten drin, ne? Ja. 70%. 70% Sperre, krass, ja. Okay. Ja, deswegen hat der wahrscheinlich auch so viel Traktion schon, ne? Ja. Und wie ich sagte, also ich finde, er dreht wenig durch. Ich hätte gedacht, er dreht sogar mehr durch. Ja. Aber ich denke mal, mit diesem 50-50-Verhältnis ist man da schon ganz gut. Ah, die Sidepipes sind halt wirklich männlich. Was ist das, ein 100er Rohr abgeschnitten? 100er, ne? Krass. Saftig, würde ich sagen. Ja, ich bin echt gespannt, wie das Ding jetzt nach vorne geht hier. Krass, sah jetzt von außen deutlich schneller aus als von drinnen eigentlich, ne? Ja. Geil. Also ich feiere das Auto, ich feiere auch Alex, weil der schraubt wirklich auch Tag und Nacht, hat extrem viele Autos, deswegen wollte ich auch unbedingt, dass er mit ins Bild kommt. Ich denke, er hat sich ganz gut geschlagen. Ich denke, es hat euch gefallen. Ich hoffe, Alex dreht auf dem Rückweg gleich nicht zu weit auf. Unser Akku ist auch kurz vor Ende, ne? Ja. Hier im Nirgendwo. Morgen früh, 10 Uhr, gibt es noch als zum Finale nochmal zwei Pullis, unter anderem diesen Sahara-Sandfarbton. Ja, habe ich noch was vergessen? Nö. Nö. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und jetzt gibt es noch ein bisschen V10 auf die Ohren.